So. Ja, also Info an mich und an euch bitte nicht, wenn ihr mehrere Bildschirme habt, außerhalb des Bildschirms klicken. Da schmiert das Spiel irgendwie so ein wenig ab. Naja, also, das war doch ein Ank. Ich habe ein Geräusch gehört. Es scheint, als ob sich ein Mechanismus in Gang setzt. Mit etwas Glück müsste nun irgendwas passieren. Ha! Star-Reporter öffnet Pforte zum Tempel des Todes. Rein mit dir. Hör auf zu maulen. Hm? Oh je, das ist aber ziemlich dunkel hier. Anscheinend gibt es hier einige Fackeln und Feuerstellen. Ich werde mal etwas Licht machen. Glücklicherweise war der Teer in dieser Schale noch entzündbar. Ein geheimnisvoller, geschmückter Raum mit einer beängstigenden Statue. Welche Abenteuer mögen hier wieder auf mich warten? Hm? Das Feuerzeug war leider leer. Ich habe es weggeworfen. Lass mal angucken. Ein lilafarbener Kristall. Überrascht, Mr. McCracken. Was wollt ihr von mir? Geben Sie uns das Artefakt. War ja klar. Mist! Shit! Sie haben die Tür geschlossen. Wahrscheinlich haben sie die Zeichnungen weggewischt. Wie komme ich jetzt hier raus? Mit Gehirnschmalz. Heiß! Ob man damit vielleicht einen Keks backen kann? Ich probier's mal. Ein schöner großer Keks. Hoffentlich lecker und bekömmlich. Für manche wäre der eine echte Maulsperre. Zumal er auch sehr hart ist. Ein echter Kieferknacker. Ah, noch eine Monkey Island-Anspielung? Was haben wir denn hier sonst noch? Ah ja. Eine seltsame Vertiefung. Sieht fast aus wie ein Schlüsselloch. Eine verzierte Bodenplatte. Hey, was ist das denn? Ein sonderbarer U-förmiger Stein. Ob das ein Medaillon ist? Sieht aus wie ein Magnet. Was haben wir sonst noch? Feuerstelle. Ah ja. Ich habe die Fackeln angezündet. Sie beleuchten nun gleichmäßig den Raum. Eine weitere Metallplatte. Hä? Eine weitere Metallplatte. Ah ja. Lass mich raten. Eine weitere Metallplatte? Eine verzierte Metallplatte. Man erkennt beeindruckende Gravuren und Zeichnungen. Okay. Ich glaube, das Ding ging hier rein, ne? Die Tür hat sich wieder geöffnet. Sehr gut. Treppchen hinab. Auf zur Ausgrabungsstelle.
So, ich habe mal das langsame Schleichverhalten von Zack genutzt und mal schnell den Herd ausgemacht. Ich habe dann nämlich noch ein paar Ravioli drauf. Wir wollen ja, ich will ja nicht, dass die hier verbrennen. Schau an Zelt. Das ist ein Hase? Hier haben die verschollenen Forscher also ihr Quartier aufgestellt. Hier haben... Es ist niemand da. Es ist niemand da. Mhm. Auf keinen Fall. Ich muss heute noch an das brennende Krankenhaus und die wütenden Polizisten denken. Ja. Also, Zeichnung. Was haben wir denn hier sonst noch? Noch ein Zeichnung. Sandhaufen. Das ist leider nur Sand und kein Goldstaub. Ich will hier eigentlich noch einen Knochen nehmen. Der sieht auch nicht interessanter aus. Nein, diese hier helfen mir auch nicht weiter. Aller guten Dinge sind vier. Wie geht? Noch ein paar. Ich denke, ich habe erstmal genug Knochen. Genau, ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass wir einen Schädel benötigten. So, jetzt sind wir hier. Geh zu Gruppe. Packer, Sessel. Ich will mich nicht reinsetzen. So einen wollte ich immer als Kind fahren. Als ich es dann gemacht habe, gab es 3 Monate Stubenarrest. Oh. Ich werfe mal einen Stein hinunter, bin gespannt, wie tief es ist. Seit mehreren Minuten tut sich nichts mehr. Vielleicht ist dieses Monster wieder in seine Höhle zurückgekrochen. Ich werde mal nachsehen. Oh, sie scheint eingegangen zu sein. Kein Wunder, es ist irrsinnig heiß hier. Was für ein Monstrum. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dear Diary. Ach ja. Was hast du denn da reingekritzelt? Das hatten wir. Mexiko. Ich wusste, dass alle Krabbeltiere hier etwas größer sind. Neu war mir allerdings die Existenz von haushohen, aggressiven Monsterpflanzen. Glücklicherweise konnte ich mich gerade noch vor einer retten. Einer wird, glaube ich, niemand groß geschrieben. Das Gewächs des Schreckens ist tot, ausgetrocknet. Ich bin also noch nicht der Einzige wieder groß, der unter dieser Hitze leidet. Ich höre dumpfe Stimmen. Befinden sich die Archäologen etwa im Pflanzenmaul? Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht noch befreien. Sehr gut. Mit einem kleinen Schubser sollte das Brecheisen herunterfallen. Die direkt auf den Schädel. Du. So, und glaub, mit dem Brecheisen bekommen wir die Jalousie auf, ne? Ich bin gespannt, ob das klappt. Yep, es hat sich geöffnet. Ein Erste-Hilfe-Set. Mehr als sinnvoll bei Grabungen im mexikanischen Urwald. Dieser Film ist immer nützlich. Das wusste schon MacGyver. Ist noch ein Kugelschreiber dabei und ein Bindfaden, dann können wir uns nämlich eine Bombe bauen.
Auf einen Leistenbruch habe ich im Moment keine Lust. Warum nicht? Warte mal. Ging das? Da scheint etwas drin eingesperrt zu sein. Es öffnet sich. Ha! Ein weiterer Sieg der Menschheit über die Kräfte der Natur, ausgeführt von meiner mächtigen Hand. Wenige Minuten später. Vielen Dank. Sie haben uns gerettet. Keine Ursache, meine Herren. Ich vermute mal, dass Sie die Forscher sind, die hier gearbeitet haben. Richtig. Ich bin Dr. Stefan Lundgren und bei meinem Kollegen handelt es sich um Professor Juri Karpowski. Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Mein Name ist Zack McCracken. Vielleicht können Sie mir als Gegenleistung hier auch einen Gefallen tun. Ja, aber natürlich, Mr. McCracken, sofern es unsere momentane Lage zulässt. Also, es reicht schon, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten könnten. Wie kam es, dass Sie im Kopf der Pflanze gelandet sind? Nun ja, Dr. Lundgren und ich hatten gerade diese interessanten Knochen entdeckt. Da kam dieser Pflanzenkopf wie aus dem Nichts. Und dann war plötzlich alles dunkel um uns herum. Glücklicherweise konnten sie uns befreien. Ich weiß nicht, wie lange wir es da noch ausgehalten hätten. Wir hatten keinesfalls damit gerechnet, dass unsere archäologische Expedition solche abenteuerliche Ausmaße annehmen würde. Dr. Lundgren, also Dolph ist es schon mal nicht. Was sind dies für merkwürdige Knochen? Wir haben diese Knochen noch nicht genauer untersucht. Auf Knochen dieser Art sind wir bei unseren bisherigen Forschungen noch nicht gestoßen. Stammen die Knochen von einem Opfer der Azteken? Es ist zwar nicht ganz auszuschließen, aber ich denke nicht. Können Sie irgendetwas über dieses Pflanzenwachstum sagen? Leider nicht, aber ich hatte mal einen Kollegen, Dr. Levy. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Pflanzenkunde. Es wäre sicherlich ratsam, ihn aufzusuchen. Wo finde ich ihn? Soweit ich weiß, wohnt er derzeit in Paris. Die Adresse weiß ich leider nicht. Aber da er ein Liebhaber von Fischgerichten ist, stehen die Chancen recht gut, ihn in einem Pariser Fischrestaurant zu treffen. Ihn sollten Sie fragen. Er kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. In einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, dass 3 Forscher verschollen sind. Haben Sie noch einen Kollegen? Nun ja, wir wissen nicht genau, wo er momentan ist. Sein Name ist Dr. Sanchez. Angeblich ein Forscher aus dieser Gegend. Ein mysteriöser Geselle. Er stand uns die meiste Zeit eher im Weg, anstatt uns konstruktiv bei den Grabungen zu helfen. Es schien fast, als ob er uns auszuspionieren versuchte. Nur wenige Stunden, bevor wir von der Pflanze verschlungen wurden, verschwand er einfach vom Grabungsareal. Wie werden Sie Ihre Forschungen fortführen? Wir müssen das noch beraten. Wahrscheinlich werden wir zunächst einige Lebensversicherungen abschließen. Ich denke, ich lasse Sie jetzt mit Ihren interessanten Forschungen allein. Auf bald. Nochmals danke für Ihre Hilfe und passen Sie gut auf sich auf. Wirklich weitergeholfen haben mir die Aussagen der Archäologen eigentlich nicht. Aber wenn ich hier fertig bin, sollte ich diesem Dr. Levy mal einen Besuch abstatten. Was hast du darin geschrieben? Glücklicherweise kam ich gerade noch rechtzeitig, einige Stunden später, und es wäre mit den Forschern aus gewesen. Wieder mal war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Archäologen waren von diesem außergewöhnlichen Pflanzenwuchs genauso irritiert wie ich. Sie rieten mir, einen Fachmann in Frankreich ausfindig zu machen. So schwer kann das ja nicht sein. Endlich werde ich in Paris kennenlernen. So, dann können wir endlich hier hinstiefeln. Thank you.
Dies hier scheint Pfadfinder-Territorium zu sein. Ja, und wie es da weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Teil. Bis gleich.